Frau Stadtvorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wir sind uns vollkommen darüber im Klaren als Linke, dass ein Akteneinsichtsausschuss ein schlechtes Mittel ist. Aber es ist leider das einzige Mittel, das uns zur Verfügung steht, als politisch Verantwortliche Klarheit über die Sache, über den Sachstand zu bekommen. Und das möchte ich nochmal deutlich machen, liegt daran, dass diese Einrichtung privatisiert worden ist. Und wenn man so etwas macht, dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass die öffentliche Hand den Zugriff, die Information und dass die Bürgerinnen und Bürger die Beteiligung an der Frage, wie eigentlich unsere öffentliche Daseinsvorsorge ausgestaltet wird, verlieren. Und Sie haben dieser Privatisierung damals zugestimmt, wir haben dagegen gestimmt. Genau aus diesem Grund, weil uns damit Möglichkeiten aus der Hand geschlagen werden. Und wenn es jetzt darum geht, die Frage der Rekommunalisierung zu diskutieren, dann wird es vielleicht teuer für die Stadt, aber es wird vor allen Dingen, es wird notwendig sein, sich über die Versorgung der Menschen, die da leben und die zukünftig auf solche Einrichtungen angewiesen sind und über die Zukunft der Beschäftigten gemeinsam Gedanken zu machen und eben zurückzugewinnen, die Souveränität, die wir brauchen, um die sorgende Stadt Kassel aufrechtzuerhalten. Das finde ich, muss schon nochmal gesagt werden. Und es ist keine Lappalie, und wir wissen sogar von Vivo ein bisschen mehr als gar nichts. Wir wissen zum Beispiel, dass die nicht nur in Kassel, sondern auch anderswo in der Republik die Grundstücke verkauft haben. Und wir wissen auch, dass Grundstücksspekulation eines der lukrativsten Geschäfte ist, die gerade von privaten Investoren gemacht werden kann. Und das sollte uns wirklich zu denken geben. Ich hoffe, dass wir alle aus dieser Misere lernen.